Militärtechnik für knapp 1 Milliarde Euro Steuergelder, ein bislang nie dagewesener Schmiergeldskandal und ein deutscher Bundeskanzler, der ihm gehörigen Stress bereitet. Wenn dieser investigative Journalist morgens sein Büro betritt, fühlt er sich von den hochbezahlten Kollegen der sogenannten Mainstream-Medien so ziemlich alleingelassen. Okay, ich bin Vlad Georgescu, Journalist aus Leidenschaft, seit 20 Jahren investigativ unterwegs für unter anderem Spiegel Online lange Zeit, Focus Magazin, Frankfurter Rundschau, Taz, alles Mögliche. Und unser Schwerpunkt ist mit unserem Büro, sind Missstände aufzudecken aus dem Bereich Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Noch bis vor wenigen Monaten konnte der in den Fächern Journalismus und Chemie diplomierte Niedersachse voller Zuversicht in die Zukunft sehen. Doch weil sich der dreifache Vater mit den falschen Leuten angelegt hat, ist nun nicht nur sein Job, sondern auch das Heil der ganzen Familie in Gefahr. Im Mai 2014 sind wir auf eine sehr, sehr spannende Geschichte gestoßen aus Bukarest. Da ging es darum, dass die britische Bank HSBC ein Geldwäschesystem aufgebaut hatte, in dem auch Mitglieder der Europäischen Union involviert sind, in dem staatliche Stellen involviert sind und über das letzten Endes Terrororganisationen wie der Islamische Staat heutzutage auch mitfinanziert werden. Diese Geschichte wollte ich im Mai dem Spiegel Online anbieten und war dann auch in Bukarest. Die Karriere endete dann allerdings sehr abrupt, weil ich beim Spiegel Online gefeuert wurde. Also, und ich erhielt eine E-Mail, in der drin stand, wir haben über Umwege gehört, dass Sie sich als Spiegel Online Autor ausgeben, im Fall HSBC, und wir bitten, das zu unterlassen. Das war sehr befremdlich, weil ich 12 Jahre lang für den Spiegel Online ein Autor unter Vertrag war und ganz offensichtlich das Magazin unter Druck geraten ist seitens HSBC. Nachdem Vlad Georgescu bei Spiegel Online rausgeflogen war, versuchte er, seine Geschichte so gut wie allen anderen sogenannten Leitmedien anzubieten. Doch auch von denen wurde er auf einmal gemieden. Es gab zum Beispiel einen Artikel in der Wirtschaftswoche, der war bestellt, den habe ich auch geschrieben. Da kam auch das Okay, das habe ich dann auch schriftlich gehabt, die Chefredaktion will das, der Artikel war dann fertig und der wurde dann letzten Endes nicht genommen mit der Begründung, naja, es ist eigentlich doch nicht so schlüssig und wir müssen es ja noch genauer belegen. Die Begründungen waren aus meiner Sicht immer sehr halbseiden, weil wir hatten Originaldokumente. Also das ist ja wirklich das, was wir vorliegen haben. Und warum das nicht verstanden worden ist, kann ich nicht sagen. Also das ist mir fremd. Habe ich in meiner 20-jährigen Arbeit als investigativer Journalist so auch noch nie erlebt. Vom Premium-Journalisten zur Persona non grata degradiert, arbeitete Georgescu davon unbeeindruckt professionell weiter. Und grub dabei den nächsten Skandal aus. Und der ging so. Bevor Rumänien 2007 der EU beitreten durfte, wurde von dem Beitrittskandidaten verlangt, seine riesige Außengrenze zu den Nicht-EU-Staaten gewaltig aufzurüsten. In Deutschland wollte man sich diesen Rüstungsdeal auf keinen Fall entgehen lassen. Denn erst kurz zuvor war beim Beitritt Polens zur EU ein Zuschlag für die Aufrüstung an den amerikanischen Konzern Lockheed Martin gegangen. Für den deutschen EADS-Konzern eine herbe Enttäuschung. Die Strukturen, auf die Vlad Georgescu in diesem Korruptionsskandal stieß, kamen ihm aus dem HSBC-Skandal sehr bekannt vor. EADS hat durch den Vertrag, den dieses Unternehmen im Jahr 2004 mit dem rumänischen Innenministerium geschlossen hat oder mit dem rumänischen Staat, bei dem es um die Grenzsicherung der rumänischen Außengrenzen ging und der über 1 Milliarde Dollar an Vertragsvolumen umfasste. EADS hat durch diesen Vertrag und die Schmiergelder, die geflossen sind, und zwar in dreistelliger Millionenhöhe, diese korrupten Strukturen auf Staatsebene in Rumänien erst möglich gemacht. Das heißt, wir haben in Rumänien ein System, das einer staatlichen Mafia gleicht. Und HSBC hat dann 4 Jahre später genau diese Strukturen in Rumänien benutzt. Zwischen 60 und 100 Millionen Euro waren als Schmiergelder an rumänische Politiker geflossen, um den EADS-Deal möglich zu machen. Praktisch gegen die ganze damalige Regierung wird wegen Korruption ermittelt.
für den Journalisten Grund genug, um öffentlich eine verhängnisvolle Frage zu stellen. Ich habe einen Artikel geschrieben, der zunächst in verschiedenen Medien erschienen ist, in Blogs, auf Huffington Post, der Freitag und auf LiveGen. Und in dem war genau diese Passage so auch formuliert, man muss die Frage nach der Rolle Gerhard Schröders stellen dürfen. Und das ist der eigentliche Punkt, warum ich auch vor Gericht stehe. Ich stehe ja nicht vor Gericht, weil ich geschrieben habe, der Bundeskanzler war bei einer Vertragsunterzeichnung dabei, das ist ja sein Job. Sondern mein Artikel wirft die Frage auf, welche Rolle der Bundeskanzler der Bundesrepublik im größten Korruptionsskandal der EU-Geschichte gespielt hat. Darum geht es. Ja, und ich finde auch nach wie vor, diese Frage muss erlaubt sein. Zumal er wirklich bei dieser Vertragsunterzeichnung dabei war, zumal er sich höchstpersönlich für ERZ eingesetzt hat. Also das kann man nicht leugnen. Und die Folge war, dass dann relativ schnell ein Schreiben seines Anwalts, Michael Nesselhoff, eintrudelte und der uns aufforderte, also LiveGen, ja, diesen Artikel, wie auch immer, herauszunehmen. Wir konnten diese Androhung der einstweiligen Verfügung dann abwehren, indem unser Anwalt dann eine Schutzschrift beim Landgericht Hamburg eingereicht hat. Und es führt aber dazu, dass Schröder dann wirklich geklagt hat und jetzt das Hauptsacheverfahren am 13. März in Hamburg beginnt. Ich empfinde das als Versuch, diesen Artikel zu zensieren, ganz klar. Übrigens, finanziell ohnehin angeschlagen, schlug auch sein Versuch fehl, von seiner Gewerkschaft Verdi Rechtsschutz zu erhalten, um sich den Prozess gegen Gerhard Schröder leisten zu können. Die SPD-nahe Gewerkschaft begründete die Ablehnung lapidar mit fehlenden Sprachkenntnissen. Auf seiner Webseite meine-meinungsfreiheit.org hofft er nun auf Spenden, die ihn bei seinem Kampf gegen einen Maulkorb vom Bundeskanzler unterstützen. Es gibt auf dem Papier eine freie Presse, aber das ist Makulatur. Weil letzten Endes jeder kritische Artikel oder jedes kritische Thema, das bestimmte Interessensgruppierungen tangiert, einfach nicht erscheint, nicht publiziert wird, abgelehnt wird. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass dieser Begriff der Lügenpresse gar nicht zutrifft oder eher sogar noch ein Kompliment wäre. Eine Lüge wäre etwas, wenn man überhaupt irgendwas schreibt. Das ist eine Zensur, die offiziell ja nicht existiert, aber eine Zensur, die ganz, ganz perfide funktioniert, indem man einfach die wirtschaftliche Existenz jener, die kritisch berichten wollen, zerstört. Ganz auf sich allein gestellt, sieht der Journalist mit Bangen einem Gerichtsprozess entgegen, der ihn ruinieren könnte. Allein die erste Instanz gegen Gerhard Schröder wird mindestens 6.000 bis 9.000 Euro kosten. Und zwar, weil einer der einst mächtigsten Männer der Welt, der Ex-Regierungschef dieses Staates, einem kleinen Journalisten aus dem Harz wohl unbedingt verbieten will, öffentlich eine rein rhetorische Frage zu stellen.